Hallöchen und Fing und willkommen zu einer neuen, weiteren Folge heute am Sonntag von Shakes and Fidget. Wie immer sind wir hier, nur ich habe heute angekündigt für heute, ihr habt das schon im Titel gesehen, ihr könnt etwas gewinnen. Und zwar zwei iPad Minis im Wert von 300 Euro. Dazu gehen wir aber Richtung Ende des Videos ein, wie ihr die denn gewinnen könnt. Ich habe mir nämlich was Kleines überlegt dazu. Aber wenn wir jetzt mal gucken, was denn so passiert ist, hat sich eins geändert. Ich bin inzwischen Stufe 49, ich werde heute definitiv noch Stufe 50 schaffen. Also jetzt gerade nehme ich das am Samstag auf. Ich werde wahrscheinlich zu dem Video 51 oder 52 sein, denn es ist heute ein Experience-Erfahrungsevent. Was war der denn? Nein. Erfahrungsevent. Denn man kriegt doppelt und dreifach, nicht doppelt so viel, XP. Das werden wir aber jetzt nicht machen. Das ist ganz cool. Das werden wir aber jetzt nicht machen, weil, ne, wir wollen ja ein bisschen was zeigen. So. Wir haben jetzt neue Ausrüstung. Es gibt aktuell mehr Pilze. Ein bisschen sehr viel mehr. Hier gibt es zum Beispiel 600 Pilze mehr für 100 Euro. Also 20% mehr. Dingens. Ja, ich bin Stufe 49. Zur Gilde gehe ich gleich drauf ein. Ich habe ein paar neue Items. Ich habe ein paar mehr Edelsteine eingesetzt. Ich habe jetzt einen neuen Stab schon ein bisschen länger. Den habe ich aus dem Dungeon bekommen. Aber der ist nicht mehr so ganz cool. Der hat zwar richtig geile Stats und der hier nicht so. Der hier hat coolere Sets. Aber die Sache ist, wenn man einfach mal guckt, den Schaden, ich mache gerade hier unten 15.000 Schaden. Ich jetzt ersetze mal die 23.000. Ne? Lohnt sich denn doch schon, weil, ne? Das ist schon ein bisschen mehr Schaden hier. Denn wen nehmen wir dem einfach mit? Weil, was verliere ich denn dadurch? Gut, 1000, 10.000 Lebensenergie, 12.000 Lebensenergie. Aber, ne? Warum denn nicht? Ich habe auch ein bisschen mehr Glück dadurch. Das sollte nicht schlecht sein, sollte auch nicht verkehrt sein. Und die Tränke, die laufen heute Abend aus. Dann werde ich die jetzt schon mal nachfüllen, weil ich vergesse das sonst. Ich war jetzt ansonsten die nachzufüllen. Bis zum 1.12. Ach, ich kann die jetzt schon auch nachfüllen, oder wie? Moment, bis zum 1.12. Bis zum 4.12. Ah, wusste ich gar nicht. Ich kann auch hingehen, die einfach saufen, wenn sie kommen, oder wie? Das wusste ich gar nicht. Das ist mir neu. Das ist mir wirklich... Das wusste ich nicht. Was sind das denn? 68, 8 und 8? Ja, das sind mehr. Ja, das hätte ich das früher gewusst. Hätte ich einfach jedes Mal, wenn ich so ein Ding gesehen habe, die gekauft. Und, ne, das, ja. Hätte ich mir einige mit sparen können, aber YOLO. Aber ich bin eigentlich mit meiner Ausrüstung inzwischen relativ zufrieden. Wirkt bis zum 2.12. Dann gehen wir einfach hin. 9.12. Wunderschön. Das muss ich gar nicht, das ist Deck. Ich weiß nicht, war das früher auch schon so? Ich meine, das war früher noch nicht. Das hatte ich, glaube ich, mal getestet. Oder ich wusste es einfach nicht. Das könnte natürlich auch sein. So, wir noch ein bisschen hier. Wir hauen hier noch ein bisschen was rein. Die Intelligenz, hier haben wir noch ein bisschen. Das Glück hauen wir mal auf. Kriegen wir nicht auf 25%, oder? Nee, kriegen wir nicht. Schade. So, wir werden... Also, stopp, ich kann noch den Stab hier verkaufen. Weg damit. So. Jetzt kriegen wir das auch nicht auf 25. Egal. So, die Gilde. Da ist ein bisschen inaktiv, ne? Der kommt nicht ganz voran. Aber egal, ich komme gut voran. Ich bin, das ist halt schon ein Unterschied. Und Dan und ich haben gleichzeitig angefangen, ne? Und bringen auch jede Woche ein Video. Und wenn man halt guckt, ich hänge mich in das Spiel wirklich rein. Ich habe wirklich, da kann keiner hinken und sagen, hä, was ist eine Produktplatzierung? Du machst das nur wegen dem Geld. Wenn ich das nur wegen dem Geld machen würde, dann wäre ich jetzt Level. Also, nein, stopp. Das soll nicht heißen, dass Dan das nur wegen dem Geld macht. Das stimmt nicht. Ich habe da mit Dan drüber geredet. Er hat gesagt, er hat auch super viel Spaß an dem Spiel. Nur er hat keine Zeit. Und er hat auch keine Pilze bekommen, dass er hingeht und so viel machen kann wie ich. Und er hat auch keine Zeit dafür. Weil Dan hat einen strikten Zeitplan jeden Tag. Und ich sitze ja nebenbei immer mal wieder dran. Macht das. Ich habe einfach mehr Zeit dafür. Ich nehme mir auch gerne die Zeit dafür. Ich liege auch abends oft im Bett und gucke und spiele noch ein bisschen über Handy. Dafür hat Dalu keine Zeit, aber man soll nicht hingehen und sagen, ich mache das nur wegen dem Geld, weil ich bin Stufe 50. Würde ich das nur wegen dem Geld machen, würde ich das vielleicht einmal die Woche da mal reingucken oder so. Ich habe echt super viel Spaß an dem Spiel. Wir sind jetzt auch am Überlegen, da habe ich nämlich mit McManus drüber geredet, ob wir nicht einfach hingehen wollen. Wir gucken mal ganz kurz in die Gilde von McManus rein. McManus. Die Gilde von McManus, die haben auch ein paar coole Leute drin. So, die Sache ist, wir haben gesagt, okay, ich habe ihn gefragt, ich so, Manus, wie sieht das bei euch aus? Wollt ihr denn noch weitermachen, wenn das Product Placement zu Ende ist? Weil es gibt halt Leute, die spielen dann nicht weiter nach dem Product Placement. Ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall weiterspielen, auch wenn das Product Placement zu Ende ist. Und dann habe ich gesagt, McManus, lass doch einfach hingehen. Wir werden unsere Gilden fusionieren, wahrscheinlich. Also das ist jetzt grob, haben wir drüber gesprochen. Wir wollen fusionieren. Und auch alle Leute, die jetzt gerade in der Gilde sind, auch Hyper TV und Co. an die Hyperlager und was ist im Megamage und so, die sind ja die höchsten mit, deswegen wundert euch nicht. Der Plan ist halt, mit denen zu fusionieren. Und alle Leute ab Level 50 bei uns in die Gilde zu holen. Und alle Leute, die unter Level 50 sind, kommen dann in diese Gilde. Weil diese Gilde ist voll und ganz ausgebaut. Und deswegen wäre es halt cool,
Dadurch leveln die hoch, die Leute, ganz gut. Und danach kommen die zu uns in die Gilde. Das heißt, das hier wird dann die Ring-Gilde. Die wird dann aber auch nicht mehr McManus heißen. Die werden wir umbenennen. Umbenennen geht nicht. Ich weiß, ich werde aber den Publisher anfragen, ob das vielleicht möglich wäre. Denn die sind immer ganz freundlich und machen immer sehr viel für uns. Deswegen, vielleicht sind die ja so frei und machen das. Da fragen wir dann mal nach. Aber das wäre halt der Plan, dass wir dann eine Ring-Gilde haben und immer gucken, wie weit wir da kommen. Ehrenhalle. Letztes war ich unter den ersten 1000. Also unter den ersten 1000 versuche ich gleich nochmal hinzukommen. Die Gilde ist im Moment auf dem Rang 38. Wir greifen hier gerade nochmal an. Die nächsten hier Dragonlight und gucken dann, wie weit wir kommen. Moment, Dragonlight, die sind direkt unter uns, ne? Ja, so. Also schaffen werden wir das auf jeden Fall, weil die haben nicht krass viele Leute, wenn man halt unsere Gilde guckt. Ich finde, wir sind da schon gut gerüstet. Ich denke mal schon, dass wir die auf jeden Fall platt kriegen. Das sollte kein Problem sein. So, Festung. Habe ich auch ein bisschen was getan. Die Festung ist relativ weit ausgebaut. Hier, die Festung habe ich auf Stufe 8. Hier hinten die Akademie ist ganz cool. Da kriegen wir relativ viel Erfahrung. Die habe ich auch weit ausgebaut. Die Schatzkammer haben wir erstmal auf Stufe 5, damit wir hier 10 Plätze haben. Hier, wie ihr seht, zip, wir haben hier mehr als genug Platz. Und was haben wir noch? Ich habe die Bogenschütze, die ganzen Leute hier ein bisschen ausgebaut. Wir haben die Edelsteinmine habe ich ausgebaut. Hier dann Holzfäller und Co. auch und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich auch verstanden, was man hier so machen kann. Wir haben einmal eine Schmiede, damit können wir die Soldaten und so weiter verbessern. Wir haben mit Bogenschützen. Die Bogenschützen sind zur Verteidigung da, genauso wie die Kampfmagier. Und die Kampfmagier, die kann man, soweit ich weiß, nicht sehen, wie viele in einer Festung sitzen. Dann gibt es auch die Befestigung, die kann man auch noch upgraden. Die muss auch erstmal besiegt werden. Die haben wir hier gerade eigentlich. Ne, da brauchen wir 750 Gold. Coole Ding! Hätte ich das mal früher gewusst. Ja, ne, wir können dann einmal mal gucken, einfach mal, ob ich irgendwie finde, den ich angreifen kann. Dann kann ich das einmal demonstrieren. 255, meine Leute, Soldaten sind 40, das wird zu eng. Also noch höher, noch höher. 35, das sieht doch gut aus. Festungsausbau 68, ich glaube, der achtet. Ja. Was du denn da? Warum hast du denn? Ach, der Hund hat die ganze Post runtergeworfen. Wir greifen aber mit 7 Soldaten an, ob das funktioniert oder nicht. Ich möchte das halt einmal demonstrieren und zeigen, wie das funktioniert. Wir greifen halt als allererstes hier die Barriere an, hat funktioniert. Wir haben 4000 Beute an Holz gemacht. Das ist schon wunderschön. Da brauchen wir eigentlich nur das, was ich ein bisschen blöd finde. Die Soldaten, die sind dann auch weg. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber, ist halt so. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht, dass sie nicht wieder nach Hause kommen. Eigentlich kommen sie ja nach Hause, weil sie haben ja auch, ne? Dingens da. Die haben ja auch ein bisschen, die müssen die Sachen ja nach Hause bringen. Also, wie machen sie das, wenn sie am Ende nicht da sind? Gehen sie dann in Rente oder was machen die dann? Ich verstehe es nicht. So. Was haben wir noch? Dungeons. Ich habe mal das Dungeon freigeschaltet. Die Halsabschneidergrotte. Guck mal, ob hier schon. Oh. Ich glaube. Zip, Bitch! Da haben wir ihn uns direkt geholt. Den Pirat Düsterbart. Was haben wir dann als nächstes für einen Gegner? Also ein Räuber, rabiatischer Räuber. Den kriege ich definitiv nicht kaputt. Oh, das wird sogar. Kriege ich den kaputt? Jetzt ist er kaputt. Nee, ist er nicht. Den kriegen wir nicht kaputt. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwas anderes hier kaputt kriegen. Die hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Die entweihten Katakomben habe ich. Nee, die habe ich auch in der Woche fertig gemacht. Hier bin ich nämlich auch ganz weit geschafft. Sind wir endlich durch. Oh, die alte kriege ich noch kaputt. Und die machen wir noch. Und bevor wieder alle heulen, dass es Pilzverschwendung ist. Ich habe, ihr seht, ich habe 1400 Pilze. Ich habe wieder welche zugesteckt bekommen. Und habe ich nämlich nachgefragt, bevor sie wieder alle beschweren. So. Komm schon. Bitch. Bam. Wir sind sogar Level-Up im Mini-Irre. Was haben wir denn hier als nächstes für einen Dämon. Ah. Den kriegen wir, glaube ich, nee, den kriegen wir nicht kaputt. Was ist der überhaupt für diese Stufe? 66, nee, den kriegen wir nicht. Kriegen wir hier noch was hin? Das wäre echt cool, wenn wir jetzt so jedes einzelne, in jedem Dungeon einen Geilomatico und auch noch was richtig Geiles bekommen. Die Juckreizcreme. Was haben wir da als nächstes hier? So ein Wolf. Oh, die kriege ich sogar auch noch. Den können wir. Moment, wenn ich die Juckreizcreme habe, dann wird das vielleicht sogar noch was. Das ist Intelligenz, Ausdauer, Glück. Juckreiz, ganz ist cool. Das ist cool, wir kriegen. Bam. Man redet viel aus. Nebenwirkungen, Juckreiz und Superkräfte. Ja, das ist eine coole Nebenwirkung. Die habe ich gerne. Haben wir noch eine Grille mit geschickt. Die brauchen wir auch nicht. Zip, jetzt haben wir Dingens hier. Können uns einen Edelstein suchen. Zip. Holen uns den direkt. Jetzt bekommen wir einen Intelligenz-Edelstein. Geile Sache. 24 Intelligenz. So, und ich würde sagen, den packen wir direkt hier in den Stab rein. Zip. Bitch. Und dann können wir hingehen. Wir haben Post von Davalon. Bist du der echte Early Boy? Davalon, ich bin der echte Early Boy. Somit ist es, glaube ich, bewiesen. So, pass auf. Ich gehe jetzt hin und hole mir jetzt diesen Wolfi. Den werden wir jetzt legen. Pass auf. Und dann werde ich euch gleich direkt noch im Abschluss, also sobald wir den hier besiegt haben, werde ich euch erklären, wie ihr die iPad Minis gewinnen könnt. Oder ich erzähle das einfach jetzt.
Und zwar müsst ihr hingehen, unten ist ein Link in der Beschreibung, da könnt ihr das Spiel kostenlos spielen. Darüber geht ihr hin, meldet euch an. Wichtig ist, ihr müsst euch auf Welt 37, wenn ihr schon angemeldet seid, ist nicht schlimm. Ist sogar ganz gut. Die noch nicht angemeldet sind, ihr müsst auf Server 37 wechseln, auf Welt 37. Seht ihr oben nochmal, Welt 37, EU, wichtig, ne? Geil. Moment, da erkläre ich euch sofort weiter. 76, alle Attribute 50, krasse Dingo, Bitch. Das ist sogar richtig teuer. Und ein Edelstein ist auch noch einsetzbar. Das ist echt. Mensch, was geht denn da heute ab, Mensch? Ich bin ganz gut unterwegs. Kriegen wir den noch kaputt? Das 64. Oh, den kriegen wir. Ey, den kriegen wir sogar auch noch kaputt. So, und ihr müsst ihr müsst euch dann anmelden auf Welt 37. Und dann müsst ihr mindestens Level 15 erreichen. Bis, Moment, ich sag euch, wenn das Ganze endet, das werden wir im letzten Video, werde ich nämlich auslosen. Am 13.12., nein, stopp, am 12.12. Bis zum 12.12. um 15, ich sag mir jetzt mal 15 Uhr, 12.12. 15 Uhr, müsst ihr Level 15 erreicht haben und schreibt dann euren Namen unten unter dieses Video. Ganz wichtig, unter dieses Video schreibt ihr euren Namen von der Welt in die Kommentare und dann werde ich hingehen und über die Ehrenhalle nachgucken, ob ihr auch wirklich das da stehen habt. Und ja, ich werde mir zufällige Leute raussuchen. Und wichtig, da habe ich mir gerade überlegt. Ihr geht dann noch hin, schreibt hier, unter Charakter geht ihr hin. Und dann schreibt hier klicken für eine Charakterbeschreibung. Dann geht ihr hin, Hashtag, was schreiben wir denn? Hashtag, Early iPads. Oder nee, das ist langweilig. Hashtag. Was nehmen wir denn für einen Hashtag? Hashtag Early ist unfähig. Und darunter, direkt darunter schreibt ihr, ich möchte das iPad haben, weil Baum. Keine Ahnung, nicht weil Baum, sondern ihr schreibt dann, warum ihr das iPad haben möchtet. Wichtig, halt Hashtag Early ist unfähig in eure Charakterbeschreibung schreiben und darunter, warum ihr das iPad haben wollt. Einfach die Beschreibung, also da reinschreiben, warum, wieso, weshalb. Und dann suche ich mir davon welche raus. Und das werden wir dann live im Video machen, werde ich welche auslosen. Und ja, dann würde ich mich freuen, Leute. Wenn ihr das dann auch macht und ja, für die Leute, wie gesagt, die sich in die Gilde bewerben möchten, es ist wichtig. Ihr müsst mindestens, aktuell wäre es schön, ich nehme keine Leute an, unter Level 35. Das heißt, ihr müsst mindestens Level 35, da ist jemand inaktiv. Ihr müsst mindestens Level 35 sein, um in die Gilde zu kommen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Und ja, Leute, wie gesagt, iPad Mini könnt ihr gewinnen. Zwei Stück, also nicht eine Person zwei, sondern zwei Personen können jeweils zwei iPads gewinnen. Ich werde euch dann über ShakeSwitch kontaktieren. Dann werdet ihr mir eure E-Mail-Adresse geben und dann werde ich euch das Ding zuschicken. Dann machen wir dann die Adresse, sagt, schreibt ihr mir dann. Und dann machen wir... Oh, geilo! Und dann werden wir alles aufmachen und dann schicke ich euch das Ding zu. Und das Ding ist kacke. Egal, wir können es verkaufen. Geiles Ding. Gut, Leute, wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge ShakeSwitch wieder. Ich würde mich freuen. Die kommt nächste Woche Sonntag. Und wie gesagt, los, leveln. Ist auf jeden Fall drin. Hingehen, ShakeSwitch, Welt 37 anmelden. Und wie gesagt, das hier bei euch in die Charakterbeschreibung schreiben. Und euren Charakternamen auf Welt 37, ganz wichtig, und in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video da wieder. Nächste Woche Sonntag. Und ja, haut rein, bis dann. Tschüss.